Welche Folgen können Mangelgedanken, Mangelgespräche, Mangelgefühle haben? Darum geht's heute auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist immer noch Raute Hesse. Ach übrigens, für alle die, die mich immer fragen, ja, es ist wirklich mein Vorname Raute. Welche Träume und Wünsche meine Eltern damals dabei hatten, bleibt im Geheimen, aber es ist wirklich mein Vorname. Ich bin schon seit vielen Jahren, seit mehr als 2 Jahrzehnten, Lehrerin und Mentorin für bewusstes Manifestieren von Zielen und Wünschen. Heute geht es um das Thema Mangelgefühle, Mangelgespräche, Mangelgedanken. Wir werden ja so erzogen und für uns ist es ja normal. Und es ist ja üblich, negative Gefühle und Gespräche zu führen. Also, oh, der ist ja so doof und wie konnte der nur? Und, oh, das klappt wieder nicht. Und, oh, nee, oh, dieser Wasserkocher, was für ein Scheißding. So, nicht? Also, das ist nichts Ungewöhnliches, das kennt, so werden wir groß. Wir hören, dass wir unsere Eltern das sagen, hören, wie unsere Freunde und Verwandten das sagen, wir selber, wir hören uns natürlich auch dabei. Und jetzt kommt da so jemand her, bei dem es ums bewusste Manifestieren geht und sagt, ja, das ist normal, weil es der Norm entspricht, aber es ist nicht natürlich und es ist auch nicht zielführend, denn es ist ein Mangelgespräch. Und sowohl Mangel als auch Fülle haben ja die schöne Eigenschaft, Mangel anzuziehen oder Fülle anzuziehen. Das heißt, wenn du also Mangelgespräche dir erlaubst, dann wirst du Mangel anziehen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, dieser Wasserkocher tut es jetzt nicht, also ich erwarte jetzt nicht, dass du das toll findest, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ob du jetzt sagst, dieses Scheißding und immer das Gleiche, oh, in diesem Laden kriegt man nur Müll zu kaufen oder gerade wenn man es braucht, dann von, oh, ich möchte das jetzt nicht gerade so intensivieren. Ich hoffe, mein Unterbewusstsein weiß, dass das nur ein Beispiel war. Dann ziehen wir natürlich Mangel an, ist ganz klar. Also wir ziehen jetzt nicht unbedingt an, dass dieser Wasserkocher weiterhin kaputt bleibt. Kann aber auch sehr gut sein. Wir ziehen auf jeden Fall Mangel an, weil wir sind in dem Feld des Mangels und intensivieren das. Und je intensiver wir uns diese Gefühle erlauben, des Ärgers, des Wutes, der Wut, desto intensiver ziehen wir das natürlich an, weil das Unterbewusstsein wird ja auf 2 Arten und Weisen programmiert durch ständige Wiederholung und durch intensive Gefühle. Wenn wir das natürlich ständig wiederholen und auch intensive Gefühle haben, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade großartig manifestiert, wenn auch unbewusst und wenn nicht in die Richtung, die du dir gewünscht hast. So, das als kleines Beispiel dafür, wie viel Macht wir alle in unserem täglichen Leben haben und ausüben. Das können wir natürlich weitermachen. Warum nicht? Weil in dieser Gesellschaft ist das anerkannt, ist das völlig in Ordnung. Wir sitzen auf dem Sofa und sagen, und alle fühlen sich wohl, weil A, wir fühlen uns verstanden, wir sind in einer Gruppe, die ähnlich denkt, fühlen wir uns wohl. So geht es weiter. Also ich meine, Millionen, Milliarden Menschen leben so. Warum, du sprichst nichts gegen, außer du sagst, oh, ich gucke mir jetzt diese ganzen Videos von dieser Frau an und vielleicht auch von meinen ganzen wunderbaren Kollegen, die ich sehr, sehr, sehr bewundere und liebe, hier auf YouTube. Irgendwie scheint das zu funktionieren. Die Frau scheint ein ganz glückliches Leben zu haben. Und dann der und der hat das ja auch schon mal gemacht, da hat das auch funktioniert. Und vielleicht denkst du, oh, das hat eine gewisse Plausibilität, was diese Frau erzählt. Dann will ich es ausprobieren. Und jetzt kommt die traurige Nachricht. Dann wirst du diese Mangelgespräche nicht besser, nicht mehr besser, nicht mehr teilnehmen. Also, ich habe so ein kleines Beispiel. Du wirst dich vielleicht fragen, ja, was soll ich denn da machen? Wenn ich mich jetzt ärgere, weil dieser Wasserkocher nicht funktioniert oder weil der so doof war und weil das nicht funktioniert und weil das Konto schon wieder oder weil ich im Spiegel vorbeigehe und denke, oh, das darf nicht wahr sein. Das sind ja mindestens 3 Kleidergrößen zu viel. Genau. Also, was sollst du da machen? Ja, manifestieren. Ich habe euch ja schon mehrmals gezeigt, wie meine Technik ist. Also 2-mal am Tag 10 Minuten in das Zukunftsbild gehen. Wie du, egal welches Thema das jetzt ist, ob es jetzt um Beziehung geht oder um Geld, wie du eben in dieser Zukunft sein wirst, dich fühlen wirst. So 2 mal 10 Minuten in meine Dauerschleife. So, und wenn du das manifestierst, ist ja schon der Weg gegangen.
So, ne, dann ist das Unterbewusstsein schon in Arbeit. Es fängt gerade an, Muskeln zu entwickeln, für dich zu arbeiten. So. Und wenn dann diese Dinge geschehen, dann ja, nutze zum Beispiel die Notfallstempel. Also wir hatten letztens so eine Situation, das ist noch gar nicht viele Tage her. Mein Mann und ich, wir gingen die Treppe runter und haben uns über jemanden geärgert. So, ja, aber der hat das und das, ja, aber das geht aber wirklich nicht. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und ich habe schon überlegt, das. Und als wir irgendwie so 2 Drittel der Treppe hinter uns hatten, sage ich, das ist aber mal ein fettes Mangelgespräch, was wir hier führen, oder? Wir ziehen gerade wirklich mit dem Lasso, ziehen wir gerade magnetisch Mangel an. Und er so, ah, stimmt. So, stimmt. Das passiert einem einfach. Und dann nimmt man einfach unter anderem den Notfallstempel. Entweder Stopp, kennt ihr ja, ne? Habe ich euch schon mehrmals erzählt. Ich sage es aber trotzdem nochmal, falls du das jetzt zum ersten Mal guckst. So ein imaginativer Stempel. Ich habe mal einen erstellt für die Videos, aber so toll ist der irgendwie nicht. Also ich. Imaginativer Stempel, den drückst du in die Situation, in den Gedanken, in das Gefühl und da ist dann entweder drauf in Wohlgefallen aufgelöst und dann wie von Feenhand, so mit Goldglimmer, löst sich's auf und zwar nicht einfach nur aufgelöst, sondern in Wohlgefallen aufgelöst. Da merkst du schon, wie sich alles erleichtert. Und über den Stempel und über den zweiten, über den ich gleich noch spreche, höre ich eigentlich die meisten Resonanzen. Also ich habe mir so unglaublich viel dazu geschrieben oder in diesen ganzen Einzelgesprächen, die ich führe, erzählt, ihr habt die Manifestierung, so, da geht es um ein großes Thema, um Geld, um Beziehung, um Gesundheit, wie auch immer. Und dazwischen sind ja immer wieder Momente, wo einem Gedanken kommen, wo man ein Mangelgedanken kommt. Und ihr benutzt die. Und die wirklich benutzen, nicht nur konsequent benutzen, sondern auch erste, zweite, dritte Mal, merken eine solche Erleichterung, auch eine Erleichterung der Situation. Es passiert ja im Außen so viel. Ich muss sagen, das hat mich selber überrascht, dieses Ausmaß an Wirkung. So, ich mache das schon so lange, dass es für mich normal ist. Und darum, wenn ich so jetzt eure Reaktion alle höre, wow, was für ein mächtiges Mittel. Also entweder in Wohlgefallen aufgelöst, in Goldglimmer, oder eben Stopp, wenn es jetzt um die Gedankenkreise geht. Stopp. So. Ich mag dieses Stopp nicht immer so, weil das klingt für mich sowieso ein Befehl, da bin ich so ein kleines bisschen allergisch gegen. Aber dann stoppt es den Gedanken so. Aber ich mag dieses in Wohlgefallen aufgelöst und natürlich bei der Manifestation, wenn man dann denkt, ja, was denn jetzt? Und oh, jetzt passiert gerade das Gegenteil, was natürlich Unsinn ist. Wenn du anfängst zu manifestieren, arbeitet das Unterbewusstsein, das höhere Selbst, der äußere Mensch, ganz egal, der innere Mensch, sorry, ganz egal, wie du es ausdrücken willst. Oder welche Formulierung dir besser zu dir passt. Die arbeitet. Und ganz egal, was jetzt passiert auf dieser Brücke der Ereignisse, ist der Weg zu dem Ziel. Und dann, wenn die Leute dann sagen, ja, und jetzt habe ich erstmal so eine Rechnung gekriegt und jetzt habe ich erstmal Streit gehabt mit ihm. Es hat alles nicht geklappt. Das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nur der Weg auch zu der Wunscherfüllung. Hier ist die Wunscherfüllung. Und da passieren eben Dinge auf dieser Brücke der Ereignisse. Genau. Und in dieser Phase, ne, wenn dann Mangelgedanken, Mangelgefühle, Mangelgespräche sind. Lasst euch einfach nicht drauf ein. Lasst euch nicht drauf ein. In Wohlgefallen aufgelöst. Oder eben während dieser Manifestation, dieser Stempel, der ist wirklich grandios, habe ich jetzt auch in vielen Gesprächen von euch oder auch in den Kommentaren gehört. Nicht meine Aufgabe. Es ist nicht mehr deine Aufgabe. Du hast dem Unterbewusstsein die Aufgabe gegeben, dieses Thema, was weiß ich, den optimalen Partner für dich zu suchen, zu organisieren. Es ist nicht mehr deine Aufgabe. So, das hast du abgegeben. Und darum dieses nicht meine Aufgabe und dann Goldglimmer von Feenhand geht es dann aus. Und es erleichtert so. Es ist gar nicht meine Aufgabe. Ja, ich denke, wie muss ich das machen und wie soll das herkommen? Wo soll das Geld herkommen? Wie soll das funktionieren? Und mein Chef ist ja nun mal, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist das mit den Notfallstempeln. Und das funktioniert zu meiner selber großen Überraschung, so überwältigend, probiert es gerne aus. Also das zum Thema Mangelgespräche, Mangelgefühle, erlaubt sie euch einfach nicht mehr. Sie schaden so enorm, dass wir das wirklich unser Leben lang unterschätzt haben. Okay, wenn ihr mir irgendwie schreiben wollt, ihr schreibt so oft in den Kommentaren, wie erreiche ich dich? Also unter jedem Video, über den Kommentaren sind die Links angeheftet, die braucht ihr nur anzuklicken. So, zu meiner E-Mail, zu dem Audiokurs zum Geld anziehen für 36 Euro, zu all meinen Angeboten, zu meiner E-Mail-Adresse, zum Gespräch mit mir.
Und ja, herzlich willkommen auch. Ich sage das jetzt öfter, weil ja nicht jeder jedes Video sieht, zu meinem kostenlosen Sonntagsforum. Jeden Sonntag biete ich um 16 Uhr eine Stunde prallvoll mit allem Wissen über das bewusste Manifestieren, Techniken, Erfahrung an. Das ist kostenlos, braucht euch auch nur anzumelden, ist auch hier unter den Kommentaren und natürlich oben im Kanal unter dem Linktree. So, bis bald. Ich wünsche euch ganz viele positive Gedankengespräche und Gefühle. Ganz viel Erfolg.